Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Kosmeterie-Adventskalender rein und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Eine ziemlich coole Idee, für 89,99 einen Adventskalender rauszubringen und den als Umverpackung in so einer Tasche drin zu haben, finde ich persönlich. Ich habe den online bestellt und hier steht drauf 24 Beautiful Things in Zeit und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Dann starten wir mal mit Tütchen Nummer 1. 350 Euro Warenwert sollen wir übrigens hier finden. Oh, die haben auch wirklich zu jedem Produkt noch so ein Kärtchen mit dabei mit einem QR-Code, den man scannen kann, um das Ganze dann wiederzufinden. Das ist schön. Von NYX habe ich das Very Rose Micellenwasser. Oh, Micellar Après, keine Ahnung. Micellar Water Face and Eyes. Oh, 50 ml haben wir hier drin enthalten. Das ist der erste Schritt vom Double Cleansing und damit kann man einfach sein Make-up schon mal aufbrechen und ablösen. Hört sich irgendwie nicht so geil an, ne? Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Hier habe ich sogar zwei Kärtchen drin. Von Wori ist das der Vital Foaming Cleanser. Passt wirklich ganz gut, weil ich hier mit den 30 ml den zweiten Schritt vom Double Cleansing habe. Das heißt, erst mit dem Micellenwasser beginnen und dann mit dem Foaming Cleanser das Ganze nochmal richtig nachreinigen. Nuori sagt mir jetzt so nichts, finde ich ganz interessant. Ist eine schöne Größe zum Verreisen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Von Peter Thomas Roth haben wir die Pumpkin Enzym Maske drin enthalten mit 14 ml. Das ist eine Gesichtsmaske, die auch mit Enzymen wirkt. Würde ich euch auch wirklich nur zweimal die Woche empfehlen. Enzym Peelings sind aber sehr, 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 sehr mild. Was ich auch angenehm finde, kann ich euch hier oben mal ein Video verlinken. Ich weiß nicht, ob aktuell auch noch mein Dalton-Code gilt mit 30% Rabatt. Single Claudi, schaut super gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Da gibt es auch wundervolle Enzym Peelings, aber auch AHA, BHA und PHA Peelings. Also, ne? Wie gesagt, in dem Video habe ich euch ein paar Infos dazu gegeben und hier haben wir ein Enzympeeling von Peter Thomas Roth, genau. Ich finde es sehr schön, es ist aber eine Maske, also das lässt du auch eine Weile drauf, würde ich bei einem Enzympeeling aber so oder so auch machen. 3 bis 7 Minuten steht hier drauf. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, Ahava, ein Dead Sea Mineral Hand Cream Produkt. 40 ml eine Handcreme darf in einem Beauty Adventskalender auch tatsächlich nicht fehlen. Finde ich sehr sinnvoll und Ahava ist auch eine sehr, sehr angenehme Marke. Schöne Marke, toller Duft. Ja, auch hier sehr angenehm. Der 5. Dezember. Oha, ja, hier haben wir von M2 Beauté oder M2 Beauté das Eyelash Awakening Serum mit am Start. 2 ml sind hier drin, das haben wir jetzt auch schon öfters mal in Adventskalendern gesehen. Das ist ein Produkt, was ein Wimpernpflegeserum, Wimpernwachstumsserum sein soll, aber es wirkt, ich glaube, mit Peptiden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und nicht mit Hormonen oder sowas. Also ich verwende ja das Grande Lash, was ich liebe. Aber ja, das hier ist auch ein gutes Produkt zum Wimpernpflegen, finde ich. Nikolaus! Die Nummer 6. Und ja, es raschelt alles immer sehr hier. Wir machen weiter im Peeling-Game. Und da habe ich jetzt ein chemisches Peeling. 25% AHA und 2% BHA. Das ist das Rinse Off Treatment von Paula's Choice mit 30 ml. Das dürfte ja auch eine Verkaufsgröße sein. Finde ich sehr, sehr cool, dass sie das hier reingepackt haben. Testet euch ein bisschen ran an AHA, BHA und so weiter. Da habe ich euch auch mal eine Info hier oben in dem Video gemacht über Wirkstoffe, ne? Wie die wirken und so weiter. Finde ich auch sehr interessant, um ehrlich zu sein. Und ich finde es auch cool, dass die hier in die 6 eine sehr bekannte Marke reingepackt haben. Die Nummer 7. Das hat hier keinen Flyer mit drin, aber gut, das steht hier auch alles drauf. Elisabetha Cefi Ultra Rich Gold Maximum Glow and Shine Mask. Noch eine Gesichtsmaske, aber ich mag das ja mit Arganöl, Seetang-Extrakt und Vitamin E. Und das sind 50 ml. Ich weiß jetzt nicht, ist es für die Haare? Testmuster-Sample. Hier steht jetzt nicht drauf, wie man das verwenden soll. Ich würde jetzt tatsächlich denken, wegen Argan, dass es für die Haare ist. Jo. Sehr fest, riecht auch super angenehm. Also interessantes Produkt und finde ich auch schön, dass wir jetzt auch in der Kategorie Haare angekommen sind. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Valju Sample Set Dusk Till Dawn Collection 2x2 ml Eau de Parfum. Okay, sagt mir nichts. Ich hatte auch in der Lieferung Parfümproben mit dabei von sehr hochpreisigen Parfums. Vielleicht ist es ein teures Parfum, was sich hier drin versteckt. Hä? Achso. Oh. Riecht
Herb, würde ich sagen. Einmal das 8 AM Body Scent Dusk Till Dawn Eau de Parfum. Das ist dieses hier, was wirklich sehr, sehr herb riecht. Und das 8 PM Body Scent Dusk Till Dawn Eau de Parfum, was nicht so herb riecht. Das ist natürlich richtig krass. Ich weiß nicht, ob das ein Parfum für Herren oder für Damen sein soll. Ist auf jeden Fall schön, dass es hier im Sprayer mit daherkommt. Sind halt im Prinzip zwei Parfumproben, aber da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, wie hochpreisig der Duft ist. Deswegen, alles hat seinen Wert und es ist irgendwie okay. Solange wir jetzt nicht von Proben überschüttet werden, ist es in Ordnung. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas von Swiss Dent freuen. Yay, wir dürfen Zähne putzen. Das ist mit Q10 und Vitamin E auch ganz interessant. Ne? Hatte ich auch schon mal verwendet, fand ich ganz gut tatsächlich. Wie viel sind denn hier drin? 10 Milliliter, ja, ist hier so hübsch drin verpackt. Ne? Ist eine schöne Sache. Zahnpasta kann man machen, bin ich jetzt nicht so ultra Fan von, sowas in Adventskalender zu packen oder in Beautyboxen. Aber das ist jetzt keine extravagante Geschmacksrichtung oder so, da komme ich mit klar. In der Nummer 10... Darf es mit Origins weitergehen? Gin Zing Glow Boosting Mask. Wir haben ja noch eine Maske drin. Okay, ja, also das Gesicht wird auf jeden Fall schön gepflegt, was ich auch per se ganz gut finde. Ja, Glow Boost mag ich auch. 15 Milliliter finde ich schön. Und das ist eine Glow Maske für einen strahlenden Ton. Schön. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Hier habe ich von Dr. Töner oder Tona Cosmetics Night AHA Complex Based Ultra Enhancing Night Cream drin. Und das sind 5 Milliliter, ist eine kleine Größe. Ja, AHA, BHA, PHA, sowas immer nur abends verwenden, das macht durchaus Sinn. Und wir haben jetzt ja auch so die Zeit von den ganzen chemischen Peelings und so weiter. Deswegen ist es ganz cool, dass wir das drin enthalten haben. Ich würde euch nur wirklich empfehlen, das auch nicht jeden Tag dann zu verwenden, sondern wirklich erstmal nur so alle 3 Tage oder so, ne? Dass du es 2-3 Mal pro Woche verwendest, maximal erstmal. Immer so vorsichtig rantasten, dann kann auch nicht so wirklich was schief gehen. Hier habe ich jetzt die Halbzeit, die Nummer 12. Das ist hier nochmal extra eingepackt von Merm Berlin Facial Antioxidant Mist. 100% organisches oder ja, bulgarisches Rosenwasser haben wir jetzt hier drin. 30 Milliliter, sowas ist immer sehr schön, um sich über den Tag so zu erfrischen im Gesicht oder um es halt als Toner aufzutragen. Es ist auch immer sehr schön, sehr hautberuhigend. Also ich mag Rosenwasser. Wenn ich mir das jetzt so anschaue, müsste ich ja theoretisch 45 Euro da stehen haben. Also ich habe jetzt noch nicht das Vavavoom Produkt hier gefunden, beziehungsweise ich weiß, dass das Paula's Choice Produkt eigentlich quasi das Highlight ist und das von M2 Beauté ist, glaube ich, auch tatsächlich das teuerste Produkt jetzt aktuell. Aber ich habe noch nicht so diesen Wow-Effekt. Also der ist jetzt bei mir persönlich bislang ausgeblieben. Aber wir schauen jetzt einfach mal weiter. Die Nummer 13. Wir haben hier noch ein Parfum drin von Mosaic. 7 Milliliter das Eau de Parfum. Also sind wirklich so Nischen-Düfte auch hier drin enthalten, was gar nicht so verkehrt ist. Ich glaube, viele freuen sich da auch tatsächlich drüber. Auch das ist ein Sprayer. Schaut so aus. Und das nennt sich 27 Perfumes 87. Keine Ahnung, Barcelona. Ich glaube, da kommt das her. Es riecht auch sehr herb, nicht ganz so meine... Ne, Duftrichtung, also was ich hier so rieche. Ich muss mir dazu die Duftnoten noch durchlesen, aber bislang ist das nicht so ganz meine Duftwelt hier. Die Nummer 14. Bondi Sands hat hier einen Lippenbalsam reingeben lassen. Also so haben wir hier drin von denen. Mit Lichtschutzfaktor 50 plus, mit getoasteten Kokosnüssen als Geschmacksrichtung. Auch sehr cool. Und ja, auch im Winter sollte man die Lippen weiterhin pflegen. Und auch im Winter sollte man tatsächlich einen Lichtschutzfaktor verwenden. Nicht nur auf den Lippen, sondern auf dem ganzen Gesicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das finde ich schon mal als Hinweis sehr, 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 sehr gut. Also tatsächlich mag ich das gerne. Mit Shea Butter und Vitamin E. Oh, die Nummer 15 fühlt sich sehr schön schwer an. Und drin enthalten ist von Fekai, das ist eine Haarpflegemarke, ein Trockenshampoo. Clean Stylers Sheer Dry Shampoo, Earth Friendly Aerosol, okay, das ist auch nett. 50 Milliliter sind hier drin, Trockenshampoo mögen, glaube ich, auch relativ viele. Ich bin jetzt nicht so der Trockenshampoo-Dude, muss ich sagen, das ist nicht so meins, ne? Aber ich glaube, viele freuen sich darüber. Die Nummer 16. Da haben wir ein Tübchen drin, und zwar eine Facial Cream von Rudolf Kehr bei Andrea Rudolf. Okay, 20 Milliliter, das ist reichhaltig, eine beruhigende Tages- und Nachtcreme, um Rötung und Irritationen zu minimieren, finde ich auch als gutes Produkt, ne? Kann man gut gebrauchen, sehr sinnvoll.
Nee, da haben wir schon eine schöne Gesichtspflegeroutine hier stehen, ne? So, jetzt sind wir hier am 17. Dezember, das ist eine Woche vor Heiligabend. Auch hier haben wir von 2787 Perfumes einen Duft drin, und zwar Genetic Bliss mit 7 Millilitern. Das ist dieses hier. Und da muss ich jetzt auch mal kurz mein Näschen ranhalten, ob das ein Duft ist für mich oder eher nicht. Nee, es riecht auch eher herb. Habe ich hier aus Versehen einen Herren-Adventskalender bestellt oder so? Weil bislang haben wir jetzt auch nicht irgendwie dekorative Kosmetik oder sowas, wo ich sagen würde, Mensch, voll der Beauty-Adventskalender in dem Sinne, sondern es ist halt bislang wirklich ein richtiger Unisex-Adventskalender, was ja nicht schlimm ist. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Luna Glow Vitamin C und Hyaluronsäure Serum. Oh, schön. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten und Vitamin C gibt Strahlkraft. Hyaluronsäure glättet kleine Feuchtigkeitsfältchen. Das hört sich auf jeden Fall sehr sympathisch an. Und ein Serum haben wir, glaube ich, bislang auch noch nicht in dem Sinne. Und das schaut einmal so aus. Ja, ne? Erinnert von der Verpackung vielleicht ein bisschen an The Ordinary. Ne, die haben ja auch so ähnliche Verpackungen. Aber ja, ich kenne die Marke tatsächlich noch nicht. So, die Nummer 19. Soft Hands. Wir haben hier noch eine Handcreme drin. Okay, ja, die zweite Handcreme. Advanced von Bodyologist. Interessant. Mit Niacinamiden, Vitamin A, Vitamin E, Antioxidantien, Shea Butter, Mandeln und Aprikosenkernenöl. 60 Milliliter sind hier drin. Die Verpackung ist jetzt nicht so ultra mega ansprechend, finde ich persönlich, ne? Aber es hört sich von den Inhaltsstoffen her sehr, sehr angenehm an. Wir sind schon am 20. Dezember angekommen. Und dort finden wir einen Nagellack. Okay, es ist, ne? Weiß ich nicht. Merkwürdig. Kia Charlotta Vegan Nail Polish. Rainy Day ist die Farbbezeichnung. Und hier haben wir ein ganz dunkles Königsblau. Ja, scheint auch eine Originalgröße zu sein, ne? Und mag ich Deep Navy Blue. Hier steht es auch drauf. Sehr schön. 5 Milliliter. Also ein wunderschönes Dunkelblau, ne? Kannst du nicht anders sagen. Ja, aber nach wie vor ist irgendwie dieser Adventskalender mit einem Fragezeichen für mich unterwegs. Keine Ahnung. Nun, mal gucken, ob die Nummer 21 uns ein bisschen mehr Klarheit bringt. Auf jeden Fall ein Tiegelchen diesem, oh Gott, Tütchen entspringt von Mimi Tika. Eine Gesichtscreme ist das nämlich, die auch dafür sorgt, dass du einen leichten Tanning-Effekt bekommst mit 10 Gramm. Hatten wir auch öfters mal zum Beispiel in der Blissim-Box drin. Habe ich mich so jetzt noch nicht dran getraut, muss ich gestehen. Okay, die Nummer 22. Ja, von Rodial haben wir hier was drin. Das ist das Glass Powder. Das ist dieses Puder, was doch so mega gehypt war immer. Hä? Okay, das finde ich wirklich spektakulär. 5,5 Gramm sind hier drin enthalten. Wie aufregend ist das bitte? Hä? Ja, geil. Ja, also feiere ich. Keine Frage, ne? Aber ja, geil. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Ja, hier haben wir noch von Sigma etwas drin enthalten. Und zwar ist es ein Deluxe Sample Sigma Spa Brush Cleaning Matte. Also damit kannst du deine Pinsel reinigen. Finde ich super. Ich verwende auch solche Reinigungsmatten immer. Und kann sowas auch sehr gut gebrauchen, muss ich sagen. Schön, irgendwie. Wirklich, ne? Aber zum Ende hin werden wir jetzt wirklich eher so girly, nicht girly-mäßig, eher so Richtung tatsächlich dekorative Kosmetik. Und am Anfang war das halt wirklich super unisex. Also merkwürdig das Ganze. Aber schön, ne? Also ich mag das. So, dann schauen wir mal, was die Nummer 24 uns jetzt hier noch bieten wird. Also, wir haben hier auf jeden Fall zwei Produkte drin. Einmal von Patchology Flash Patch Rejuvenating Eye Gels. Das sind diese hier. Die finde ich ganz gut. Hatte ich auch schon mal verwendet. Ne? Finde ich ganz nice. Hatten wir öfters mal so in dem Sephora Adventskalender zum Beispiel drin. Und dann haben wir hier in der 24 von Nyxos Real Prodigious Door oder Ohr. Das ist ein Trockenöl für Gesicht, Haare und Körper mit 10 Millilitern. Und das hier ist die schimmernde Variante. Also das jetzt in der 24. Okay, ja. Ich habe die Kamera jetzt mal gedreht, weil irgendwie habe ich das gerade blöd gestellt. Ich habe keine Ahnung, was ich zu dem Adventskalender ehrlich gesagt so unterm Strich sagen soll. Ja, wir kriegen da gute Produkte für einen Taler, also für unsere 90 Euro. Definitiv kann ich mir auch vorstellen, dass wir über die 350 Euro drüber kommen, ne? Aber der ist jetzt nicht, also ich finde ihn irgendwie merkwürdig. Ist der jetzt für Männer? Ist der für Frauen? Was ist das mit den Düften? Und ich weiß es nicht.
Das fühlt sich irgendwie nicht an wie ein richtiger Adventskalender, oder? Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr so empfindet. Vielleicht sagt ihr auch, Mensch, voll die krassen Produkte für 90 Euro hole ich mir safe. Ist in der Infobox verlinkt, wenn ihr möchtet. Aber viele Produkte, die mich halt echt freuen, aber irgendwie auch komisch befüllt. Ich finde, die 24 ist auch echt mau. Da hätte ich vielleicht mir gewünscht, dass die da ein Parfüm reinpacken, ein größeres Parfüm oder so. Das wäre doch geil gewesen, oder? Ja, weil so war das irgendwie mit einem komischen Ende. Aber schreibt mir das gerne in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.